So. Marcel9971 fragt, blöde Frage, was hältst du von My Little Pony und magst du es? Nächste Frage, was hältst du von der Weltuntergangstheorie und wie stehst du dazu? Ja, 2012, 21.12.2012, das ist ja bald. Ja, werden wir sehen, ne? Lassen wir uns überraschen. Wenn wir es überleben, kann ich mal ein Video dazu machen. Nein, es ist, ja, ne? Also, ich denke jetzt nicht, dass die Welt untergeht. Aber ist schon so, dass ist momentan alles zugespitzt mit der Weltwirtschaft und den politischen Entwicklungen hier, Iran, Irak, beziehungsweise Irak, nicht mehr Iran, Syrien, USA, Israel. Also das ist halt schon alles zuspitzt, aber direkt, dass jetzt der Weltuntergang an diesem Tag droht, das denke ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das alles verschärft, vor allem wegen der wirtschaftlichen Lage, aber ich denke nicht, dass sich das. Oh, aha, da ist er. Aha, leck mich am Arsch, wo bist du? Komm, komm, zeig dich. Sau du. Kommst nur in der Wüste oder was, hä? Na, 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 na. Na gut. Ja, und ich denke halt, dass direkt an der Weltuntergangstheorie nichts dran ist, aber trotzdem sich alles recht negativ verändert in der letzten Zeit. Und vielleicht bis dahin noch recht schlimm werden kann. Aber man weiß es nicht und ich will da jetzt auch kein Riesending drum machen. Ich Let's Play ja hier, um uns zu unterhalten und nicht um politische Themen anzusprechen und die meisten Leuten unter 16 Jahren zu langweilen, ne? So, nächste Frage. Thema, wirst du mein Set anzocken oder auf dem Minecraft mein Set-Server? Mein Set, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hab's mir mal angeguckt. Also ich hab's selber noch nicht gespielt. Ich hab's mir halt mal Videos angeguckt und so durchgelesen und ja. Ja, ich meine, ich habe das Originalspiel, ich habe jetzt Warzone DayZ, ich brauche jetzt an sich auch nicht noch mein Set. Vielleicht irgendwann mal, wenn mir die Projekte ausgehen oder so, aber jetzt habe ich ehrlich kein Interesse dran. Ja. So, habe ich die Workbench von vorhin habe ich nicht mitgenommen. Mache ich mir mal einen Ofen. Moment. Da ist er, da ist er. Wo? Da ist er auch wieder weg. So, ja, der scheint wirklich nur in der Wüste zu kommen. Hätte ich mein Haus mal in der Wüste bauen sollen, ne? Hier. Jo, nächste Frage. Denkst du, 2012 geht die Welt unter? Hatten wir schon beantwortet jetzt. Was halten eigentlich deine Eltern davon, dass du solche Let's Plays, Survives etc. machst? Ja, die finden das gut. Die sind ja jetzt nicht so informiert. Die wissen schon, was ich hier mache, grob, aber verfolgen jetzt die Videos nicht oder so. Aber doch, die finden das gut, vor allem, weil ich auch Geld reinschaffe damit. Und das ist, glaube ich, bei wenigen Eltern so, dass die sagen, boah, nee, der schafft Geld rein. Nee, hau ab. Nee, nee. Also, ja, die finden das ganz gut. Doch, denke ich schon. Also, ja, glaube. Ich hoffe. Gut, wie findest du Tekkit? Freust du dich auf das neue Minecraft-Update? Das 1.4-Version ist ja schon draußen. Ich gurke hier immer noch. Jetzt sehe ich gerade, ich habe mein normales Texturenpack. Ich wollte ja eigentlich mit dem anderen spielen. Egal, jetzt für die Folge ist egal. Was ich. Was? Die Frage. Achso, genau. Erstmal freust du dich auf das neue Minecraft-Update. Es ist ja schon draußen. Ja. Also. Ne? Ja, ich habe es noch nicht gespielt, ehrlich gesagt, und ich weiß so richtig auch nicht, was die neuen Features sind. Ich muss ehrlich sagen, ich in der letzten Zeit keine Zeit und ich vergesse mich auch zu informieren, ehrlich gesagt. Und ja, deswegen bin ich auch gar nicht auf dem neuesten Stand, was da jetzt so alles so neu ist. Aber gucke ich mir auf jeden Fall demnächst mal die Tage ein paar neue Videos an dazu. Ich muss ja auch mal ein bisschen informiert sein. Ich als Minecraft-Let's Player kenne mich halt kaum mit Minecraft aus. Das ist ein bisschen peinlich manchmal. Aber na gut. Ja, aber ich denke, das ist ein tolles Update. Keine Ahnung, was es macht, aber ich finde es toll. So, wie ich Tekkit finde, war jetzt noch die Frage. Ja, super. Tekkit ist super. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das alles funktioniert da und es ist mir alles viel zu kompliziert, aber ich habe ja Serum. Und der Serum, der kann das. Und deswegen finde ich es super.
Deswegen, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon öfters gesagt, ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen es nur die Hälfte trotzdem. 37, waren es 37, 6, 37, glaube ich. 37 Ticket-Folgen haben wir schon vorgedreht. Wir haben jetzt lange nicht mehr aufgenommen, trotzdem 37 Folgen rausgehauen. Also noch nicht rausgehauen, erste Hälfte. Weniger als die Hälfte sogar. Und ja, da kommen halt noch ein paar Folgen jetzt, ne? Und dann werden wir demnächst, denke ich mal, auch irgendwann mal weiterspielen und weiter aufnehmen. Wir sind da schon recht weit gekommen, muss ich sagen. Sieht auch alles sehr schick aus dann. Ab irgendeiner Folge fange ich dann mit dem anderen Texturenpack noch an, was dann auch nochmal alles schöner macht, finde ich. Ja. Schön, ne? So, nächstes Thema. Ich sehe schon, das werden ein paar mehr Folgen, vielleicht 2, 3 sogar. Dann kann ich das wieder aufteilen, da habe ich wieder was zum Hochladen. Ach ja. Ja. Früher hatte ich mehr Zeit als jetzt. Aber nur gut. Nee, Mindset hatten wir schon. Also, erzähl mal was von dem Zombie-Buch, was du letztens gelesen hast. Schön, dass sich noch einer daran erinnern kann. Ich weiß es selber nicht mehr, dass ich es angesprochen habe. Aber ich habe, ja, ich lese gelegentlich Bücher. Also eigentlich, ich bin nicht so der Bücherwurm, aber abends vorm Schlafengehen lese ich gerne mal ein Büchlein. Und ja, Zombie-Bücher. Also der Survival, Zombie-Survival-Guide, den habe ich zum Beispiel jetzt gelesen, wo ich da auf DayZ-Fieber war, habe ich den erstmal richtig durchgesuchtet. Den Zombie-Survival-Guide, ja, da geht es halt darum, was man so für Vorkehrungen treffen muss, wie man sich verhalten muss, falls die Zombie-Apokalypse ausbricht. Ja, ich meine, wäre für mich so ein Wunschtraum, Zombie-Apokalypse, aber leider wird er wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Aber wer weiß, 21.12.2012, vielleicht kommt da ja auch eine Zombie-Apokalypse. Ich würde mich freuen, hätte man was zu Let's Play in Real Life, ne? Ja, tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Bei Amazon einfach mal Zombie-Survival-Guide eingeben, kostet 10 Euro ungefähr, 9 Euro noch was. Ja, und jetzt lese ich gerade, fuck, wie heißt denn der Titel? Ich gucke so selten aufs Cover, das ist immer aufgeschlagen, das Buch. Der Nachfolger, auch von Max Brooks, der auch den Zombie Survival Guide geschrieben hat. Ja, mir fällt gerade auf Verderb der Name nicht ein. Nee, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Jedenfalls der Nachfolger. Sollte man dann eigentlich auch finden. Ja, ich hoffe, es ist noch nicht zu langweilig, was ich hier mache. Hatte ich nicht mal hier ein Baumhaus gebaut oder war das ein Let's Survive? Es war ein. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, es war im Survive, glaube ich, oder? Hier nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ach du Scheiße, ey. Ich bin so vergesslich. Naja. Gut. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das hier langweilig war, was ich hier mache, weil ich eigentlich nur laber. Ich bin halt, oder ich will halt, dass der Herald reinkommt, damit wir uns ein bisschen gruseln, aber irgendwie taucht die feige Sau nicht auf. Oder halt nur sehr selten. Ja. Nächstes Thema. Ein paar Fragen. Deine Hobbys. Ja, Let's Playen ist natürlich ein Hobby, das nimmt auch am meisten Zeit in Anspruch von all meinen Hobbys. Privat gehe ich halt noch gerne, wenn's Wetter passt, aber auch nicht. Ich sag, also nicht oft, ne? Also das, ich glaube, das unterschätzen manche, als ich das letzte Mal erzählt habe. Ich mache das nicht oft, aber das mache ich sehr gerne, wenn's Wetter passt und alles wandern gehen. Das machen auch sehr wenige nur noch. Das war früher. Die alten Menschen, die haben das früher wirklich oft gemacht und das war auch damals ein gängiges Hobby. Ich glaube, mittlerweile ist Wandern, denkt man sich, what the fuck, was macht der, was, warum? Aber ja, doch, ich wandere gerne. Wie gesagt, nicht oft, ist halt sehr zeitaufwendig und anstrengend, deswegen oft kann man das dann auch nicht machen und ja, das ist ein Hobby von mir. Ja, und hauptsächlich das Let's Play, was auch wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was viele nicht verstehen, dass es zeitaufwendig ist. Das ist nicht nur einfach 10 Minuten labern und dann ausmachen, hochladen und sich freuen und sich ein, hier, und dann auch noch Geld scheißen, ne? Das ist wirklich, ja, nicht so, also, ist viel Arbeit, ne? Weil da kommt ja noch die Kanalverwaltung dazu, dann auch Projekte, Kontakte pflegen,
sozial sein. Nein, das ist alles, es unterschätzen viele das, die Arbeit. Also vor allem das Rendern, das dauert da auch nochmal eine Stunde, kommt drauf an, wie lange der Part ist. Dann informieren und so weiter und hochladen, vor allem bei einer 3000er Leitung und so weiter. Deine Lieblingsspiele, fragt er noch. Meine Lieblingsspiele sind DayZ, WarZ. Kann ich nicht anders sagen. Oh Gott, ich muss rein. Ja, DayZ, WarZ. So richtig, sonst habe ich keine Lieblingsspiele, muss ich ehrlich sagen. Ich zock eigentlich nichts anderes mehr, außer so Zombie-Spiele wie DayZ, WarZ. Ja, ansonsten. Deine Lieblings-YouTuber. Lieblings-YouTuber. Ibis, hatte ich ja schon erzählt. Ansonsten, mittlerweile gucke ich gar nicht mehr so richtig YouTuber. Oder andere Videos auf YouTube. Cold Mirror ist natürlich klasse. Fresh Halte Folie. Die ganzen Leute, die gucke ich dann schon gerne. Alexi Bexi, aber so richtig Lieblings-YouTubers an sich dann auch nur Ibis. Obwohl ich den auch nicht mehr gucke, so richtig. Okay, er macht auch nicht mehr so richtig Videos, deswegen. Ja, aber so richtig jetzt Lieblings-YouTuber kann ich da nicht zu sagen. Wir können ja mal über neuesten Spiele oder Updates reden oder was bald neu ist. Zum Beispiel könntest du über Google, die Google-Brille reden. Okay, ich denke mal, das machen wir ein anderes Mal. Ich weiß sonst ehrlich gesagt nicht mehr, was ich hier machen soll. Und die Google-Brille, ich weiß gar nicht, was es ist. Also vielleicht erstmal informieren, bevor ich darüber jetzt rede. Ja, gut, dann vielen Dank für die Themenvorschläge. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne weiteren Themen schicken. Der Link ist in der Beschreibung und ja, gut, dann. Ja, in den Kommentaren würde mich freuen, wenn ihr eure Halloween-Geschichten erzählt, die ihr so erlebt habt oder so. Ja, damit wir das doch schon ein bisschen Halloween-mäßig machen können. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.